Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kinder Almalul, Kundensportingenieur in Ischia. Tipps und Tricks. Rangliste in der neuen Benutzeroberfläche. Rangliste in Ischia besteht aus mehreren Teilen. Der erste Teil enthält drei Werkzeuge. Für einfaches Modellieren können Sie diese Werkzeuge nutzen. Der zweite Teil bezeichnet Rasterfangmodus. Durch diesen Teil können Sie die Ecke des Linienrasters, die Punkte des Punktrasters als Fangpunkte nutzen. Der dritte Teil bezeichnet Objektfangmodus. Durch diesen Teil können Sie die Endpunkte, Mittelpunkte, Durchdringung, Normal- und Tangentpunkte als Fangpunkte nutzen. Durch die Reste teilen können Sie als Benutzer die Fangpunkte generieren. Als erstes Beispiel werde ich Rasterfangmodus einschalten und eine Option von Objektfangmodus. Jetzt, wenn ich einen Eintippbauteil zeichnen möchte, sind alle selektierenden Fangpunkte sichtbar. Dazu möchte ich ein Docking mit Magnet einschalten. Durch diesen Werkzeug funktioniert mein Mauskursor wie ein Magnet. Das heißt, bei der Zeichnen muss mein Mauskursor nicht auf dem Fangpunkt stehen, auch wenn einen Abstand zwischen Fangpunkt und Mauskursor gibt, kann ich immer den Fangpunkt nutzen und den Bauteil zeichnen. Wenn Sie viel Fangpunkte haben, achten Sie darauf, wo mein X-Zeichen steht. Das ist mein Fangkursor. Vielleicht kann ich das auch auf dem 3D-Linienraster testen. Fangpunkte sind sichtbar, aber ich kann nichts zeichnen. Auch auf dem Punktraster. Nichts wird gezeichnet. Woran liegt das? Es liegt daran. Option. Ein Docking mit Magnet ist nur mit Objektfangmodus möglich. Und das ist genauso, was wir in alten Benutzeroberflächen haben. Die Option hieß nur fangen. Aber ab Version 22 wird es möglich, dass Sie ein Docking mit Magnet und Linienraster zusammen nutzen. Wenn wir jetzt ein Docking mit Magnet ausschalten, dann kann ich Bauteile auf dem Linienraster zeichnen. Jetzt möchte ich andere Werkzeuge testen. Empfangliste, Führungslinie. Durch Führungslinie können Sie den Abstand und die Richtung eingeben. Linienraster, Endpunkte brauche ich nicht mehr. Ein Bauteil selektieren. Anfangspunkt ist ein Punkt vom Punktraster. Klicke ich darauf. Jetzt bekomme ich neues Symbol. Babyblau 4 Rechteck. Dieses Symbol bezeichnet Führungspunkt. Darauf hat es hier drei Führungslinien gebildet. Rot in X, Grün in Y und Blau in Z-Richtung. Neben Mauskursor gibt es Infobook. Darauf ist die Geometrie gemäß Globalkoordinatensystem, Benutzerkoordinatensystem geschrieben. Und auch den Abstand zwischen Mauskursor und Führungspunkt als Ursprungpunkt. Drücke ich auf dem Leertaste. 7 Enter. Es wird eine Stütze gezeichnet Richtung Z mit Abstand.
7 Meter. Forderungspunkt ist immer noch aktiv und sichtbar. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Forderungspunkt ist der Anfangspunkt des neueren Starts oder Forderungspunkt ist ein Hilfepunkt, damit man den Abstand und die Richtung des neueren Starts eingeben kann. Beide Möglichkeiten werde ich testen. Zum Beispiel jetzt Führungspunkt ist der Anfangspunkt, neuen Start, darauf einfach klicken. Es gibt jetzt blau permanent Linie. Abstand und die Richtung auf dem Y-Führungslinie, Leertaste 10 Meter, Enter. Auch Führungspunkt ist Anfangspunkt, darauf klicken, Richtung X, Abstand 10 Meter, Enter. Ich glaube, hier ist es ganz klar, Sie brauchen keinen Plus oder Minus eingeben. Wo steht mein Mauskursor, ist die Richtung von meinem Bauteil. Jetzt möchte ich den Führungspunkt als Hilfepunkt nutzen. Der neue Bauteil ist eine Stütze in Richtung Z. Der Abstand zwischen Anfangspunkt und Führungspunkt ist etwa 10 Meter. Dann Führungslinie 10 Meter, 10 Meter. Hier ist gar nicht gezeichnet. Auch Führungspunkt ist aktiv. Ich möchte jetzt einen Stab zeichnen. Der Abstand zwischen Führungspunkt und Anfangspunkt ist etwa 10 Meter auf der Y-Führungslinie. Abstand 10. Andere Beispiel zum Thema Führungslinie. In diesem Beispiel habe ich zwei Wände modelliert, S1 und S2. Auf S1 möchte ich die Tür modellieren. Der Abstand zwischen der Tür und N1 als Ursprungspunkt 2 Meter. Wie kann ich die Führungslinie in diesem Fall nutzen? Um die Tür zu zeichnen oder modellieren, nutze ich den Befehl Öffnung in 2D-Bauteil. S1 und jetzt sind die Fangenpunkte aktiv. Den N1 möchte ich als Führungspunkt nutzen. Daher drücke ich auf den Umschalt- und Linksmausklick zusammen. Jetzt sind Führungslinie aktiv, Richtung X, Leertaste, 2 Meter, Enter. Jetzt kann ich die Tour weiter zeichnen. Anderes Beispiel. Auf S2 möchte ich das Fenster modellieren. Mein Fenster steht auf der Linie. Diese Linie macht einen Winkel. Dieses Winkel ist 45 Grad mit N1, N3. Wie kann ich auch eine Führungslinie dafür nutzen? Zuerst Öffnung in 2D-Bauteil auf S2. Ich möchte neues Rechteck. Fangpunkte sind aktiv und möglich. Drücke ich auf dem Umschalt- und Linksmausklick zusammen. Es gibt jetzt drei Führungslinien Richtung X, Y und Z. Aber ich brauche noch einen Winkel 45 Grad. In der Fangeliste von Option zusätzlich Einstellungen in Führungslinie kann ich andere Winkel eingeben. Zum Beispiel in diesem Fall, ich möchte 45 Grad und es ist nach unten. Das heißt, ich brauche minus 45 Grad einfügen. Leider, das ist nicht möglich. Es gibt einen Unterwahl von 0 bis 180 Grad. Daher gebe ich 135 einfügen. Okay, jetzt
gibt es neue Linie oder Führungslinie. Diese Linie macht Winkel 135 Grad mit dem Linie N3, N6. Abstand letzte 3 Meter Inter und jetzt zeichne mein Fenster. Ein Beispiel. Hier möchte ich den Wendestab zeichnen. Aber Durchdringungspunkt oder die Eckepunkt ist nicht gezeichnet. Wie kann ich durch Führungslinie den Durchdringungspunkt generieren? Erster Schritt: Selektiere den Befehl, ein Bauteil. Fangepunkte sind aktiv. Umschalttaste und Linksmausklick zusammen auf 51. Noch einmal auf dem Punkt N52. Jetzt sind die Führungslinie gezeichnet und es gibt neues Symbol, Weißkreis. Dieses Weißkreis bezeichnet Durchdringungspunkt. Mein Mauskursor steht darauf. Klicke ich auf diesen Punkt und jetzt ist mein Wendestab gezeichnet. Ein Beispiel. Ich stelle mir vor, dass ich zwei Wendestäbe hier gezeichnet und ich möchte den Durchdringungspunkt, genauso wie diesen Punkt, generieren. Auch das geht durch Führungslinie. Den Befehl selektieren. Die Fangpunkte auf Führungspunkte umwandeln. Umschalttaste Linksdruck zusammen, Umschalttaste Linksmaustaste zusammen, 3 und 4. Jetzt sind die Führungslinie gezeichnet, aber immer noch kein Durchdringungspunkt. Es liegt daran, ich arbeite jetzt auf der Ebene XY bezüglich mein Punktraster, hier ist meine Arbeitsebene. Aber mein Durchdringungspunkt steht auf der Ebene XZ. Daher ändere ich meine Arbeitsebene auf XZ. Und jetzt mein Punktraster steht auf der XZ-Ebene. Einfach mein Führungspunkt. Durchdringungspunkt. Ja, ich habe andere Sache vergessen. Hier gibt es nur Winkel 135. Ich brauche noch 45. Einfügen. Okay. Und jetzt direkt hat es hier den Durchdringungspunkt generiert. Es macht Winkel 35 Grad und 45 Grad mit den verschiedenen Punkt. Einfach mein X bezeichnet Mauskursor, steht auf dem Durchdringungspunkt, darauf klicken und das ist mein Durchdringungspunkt. Bestätigen oder Aktion abbrechen. Andere Option in Fangeliste, Ortho. Durch Ortho darf man nur auf der Arbeitsebene zeichnen. Option Ortho einschalten. Führungslinie und Endpunkte brauche nicht mehr. Alle Bauteile selektieren. Ausblenden. Jetzt ist nur meine Arbeitsebene XZ sichtbar. Ein Bauteil rufen und bezüglich Ortho-Option darf ich nur auf der Ebene X und Z zeichnen, aber nicht in der Richtung Y-Achse. An der Arbeitsebene X, Y, jetzt, das ist meine Arbeitsebene, ein Bauteil rufen
und dürfen meine Bauteile jetzt nur auf der Ebene Epsilon sein, aber nicht in der Richtung Z-Achse zeichnen. Orthooption ist selten verwendet. Führungslinie gibt uns mehr Freiheit bei der Zeichnung. Außerdem ist es viel flexibel. Dadurch kann man den Abstand und Fangpunkt eingeben. Bauteile sind erneut sichtbar. Anti-Optionen, Empfängeliste, Linienteilungen und Punkt auf Linie. Durch beide Optionen kann ich Fangpunkte generieren. In Linienteilungen verteilt Skia jeder Bauteil in 10 Segmenten. Als Resultat werden 11 Fangpunkte auf dem Bauteil generiert. Einige Bauteile rufen und jetzt auf jedem Bauteil sind 11 Fangpunkte generiert. Natürlich, die Nummer können Sie selber eingeben, wie Sie möchten. Diese Option ist möglich für beide Linienart, entweder Bogen oder gerade Linie. Andere Option, Punkt auf Linie. Hier, ich weiß Bescheid, den Abstand zwischen Anfang oder Endepunkt des Bauteils und meinen generierenden Fangpunkten. Als Beispiel möchte ich in Abstand 1 Meter von Anfang und Endepunkt einen Fangpunkt generieren. Option ist eingeschaltet, also brauche ich nicht mehr den Bauteil. Ist angerufen. Jetzt bekomme ich auf jedem Bauteil 2 Fangpunkte. Jeder Fangpunkt hat Abstand 1 Meter von Anfang oder Endepunkt des Bauteils. Andere Option, obere Flächenkante. Durch diese Option generiert Skia Fangpunkte auf 3D-Querschnitt. Zum Beispiel, die Stütze B1 ist nur sichtbar. Als Volume anzeigen lassen. Im Standardfall, wenn Option Oberflächenkante nicht aktiv, nur Anfang und Endepunkt ein Bauteil zeichnen, sind nur 2 Fangpunkte aktiv. Anfang und Endepunkt. Oberflächenkante einschalten und jetzt auf jede Kante generiert Skia Fangpunkte. Vielleicht brauchen Sie mehr Fangpunkte an der Kante, dann ich kann diese Option aktivieren. Ich möchte 10 und jetzt bekomme ich mehr Fangpunkte auf der Bauteil. Letzte Option, Empfängeliste, Körperpunkte. Davor habe ich ein Beispiel vorbereitet. Diesen Hubschrauber habe ich via CAD in Skia importiert. Es besteht aus allgemeiner Körper, geöffnete Schale. Vielleicht brauche ich Fangpunkte darauf generieren. Ein Befehl rufen. Jetzt habe ich verschiedene Fangpunkte darauf. Vielleicht brauchen Sie mehr oder weniger. Können Sie in der Eckpunkte Einstellungen den gewünschten generierten Fangpunkte eingeben. 100
2000 keine Bauteile noch zeichnen. Und hier gibt es jetzt mehr Fangenpunkte auf dem allgemeinen Körper. Mit diesem Beispiel beende ich meinen Tipps und Tricks für Gina. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Tschüss.